du Scheißknecht. Danke für deine Geduld, während wir dein Problem bearbeitet haben. Wir haben dir nun die korrekten Sets gut geschrieben. Du findest sie in meine Sets-Abschnitt des Shops. Hol deine neuen Objekte ab. Wir fangen mal an mit den Dingern jetzt hier. Perfekt. Wen nimmt man da, Mann? Nehme ich einen Sub oder nehme ich Testdegen? Wieska hat 4-4. 99 Tempo, 99 Beweglichkeit. Wir bekommen halt nochmal. Ich denke, Wieska bekommen wir nochmal angezeigt. Also ich tendiere. Na komm, wir nehmen Testdegen. Wir machen Chatpack, Freunde. Ein Arsch, der lügt. Wir machen jetzt den Chatpack und danach gucken wir uns nochmal das Bundesliga-Team an. Morgen wird die ganze Welt Bundesliga gucken, weil es einfach sonst keine Liga so richtig gibt, ne? Wer lügt, ist ein Arsch. Wer lügt, ist ein Arsch. Early. Friede. Messis Mutter. Messi, ja, Messi. Summer Jam. Schon wieder Testing? Nein, Digga. Nein. Das ist los, Digga. Digga, darauf habe ich jetzt eine Woche gewartet, oder was? Darauf habe ich jetzt eine Woche gewartet. Die eSports Vancouver Canada. Gönn mir doch einmal. Ich habe noch keinen einzigen guten roten Pick gehabt. Noch nicht einmal. In ganz FIFA hatte ich noch keinen richtig guten roten Pick. EA Sports. 29-1, Alter. Und das war sogar ein Disconnect. Mann, Alter. Ich glaube, der hier, ne? 69 Beweglichkeit, 74 Ballons. Das ist Wahnsinn. Wir nehmen Palermo. Das waren ja die schlechtesten. Digga, was waren das für Picks, Alter? 29-1. Aber ich sage euch ehrlich, das spanische Team, Tots, war auch Schmutz in meinen Augen. Spanische Tots in meinen Augen Schmutz. Die besten aus dem. Das Problem ist, Bundesliga ist auch nicht so geil. Jetzt werden mich alle haten, alle. Oh, Junge, Deutschland. Aber ich dachte, die machen es besser. Was ganz gestört ist in meinen Augen, ist Werner. Dass die Werner eine 97 gegeben haben, ist so übertrieben. Wow. Agüero bekommt eine 96, Werner bekommt eine 97. Muss man sich mal überlegen, Alter. Timo Werner, 98 schießen. 3 Sterne Skills, okay. Digga, guckt euch mal die Werte an. Was ist das denn? Lewandowski sieht schmacko aus, ja. Haaland hat 4 Sterne ab Dings da bekommen. Aber Haaland, Freunde, ich hasse halt so große Spieler, ne? Ich weiß nicht, ob der so gut ist in FIFA, ne? Ich weiß es nicht. 3 Sterne Skills ist auch nicht so geil, aber könnte man noch überall hinwegsehen. Wer sind denn die teuersten? Werner, Lewandowski, Haaland. Es gibt gar nicht so viele teure. Das ist schon wieder, wisst ihr, was ich meine? Das ist schon wieder. Bei der Premier League haben die so übertrieben. Ich dachte, die machen das überall so. Havertz, Sancho, okay. Aber ich glaube, die sind alle nicht so teuer. Sancho wird. Wobei, der hat eine 96 bekommen und hat 5 Sterne Skills. Ich hab noch von keinem die Preise nachgeguckt. Upamecano hat auch eine böse Karte bekommen. Ja. 93 Gesamtrating, ne? 93 Gesamtrating Upamecano. Hilfe, Digga. Der ist, glaube ich, richtig gut. Also ich fand, sein Inform habe ich immer in SBBs gespielt. Da fand ich den schon krass. Aber ich weiß jetzt nicht, wie teuer die alle sind. Reus, ja. Upamecano, ohne Witz. Wollt ihr mal ein richtig krasses OP-IV-Duo haben? Upamecano und Mukiele Tots. Das ist so krass. Upamecano und Mukiele Tots ist, glaube ich, Preis-Leistung mit Ramos und Varane das Beste, was du machen kannst. Ramos und Varane Tots ist auch relativ günstig. Dafür, dass sie so krass sind. Reus ist aber. Reus, okay. Ey, wenn der sich nicht immer verletzen würde. Wenn Reus sich nicht immer verletzen würde, das wäre eine andere Maschine. Aber 1 Million ist schon teuer für Reus, finde ich. Ist halt so eine Karte, keine Ahnung, die kann ich nicht einschätzen. Havertz? Wobei, es gibt schon ein paar gute, teure Karten. Also ist auf jeden Fall besser als spanische Liga, ey. Havertz hat der 5 Sterne Weak Foot, ja, ne? Oh mein Gott, EA ist so lost. Das verkackt die Karte so krass. Der wäre so eine Maschine mit 5 Sterne Weak Foot. Die ist so schon gut, ja. Aber mit 5 Sterne Weak Foot würde die 1 Million kosten. Safe, Digga. Die kostet jetzt 500k. Die sinken noch. Zakaria hat doch keinen Tots bekommen, oder? Nee, hat keinen. Ey, hätte Zakaria einen Tots bekommen, das wäre so schlimm gewesen. Gnabry, ja, okay. Gibt's noch? Was sind denn die nächstteuersten? Die nächstteuersten, lul. Davis, aber da ist die Price Range noch nicht fertig, ne? Die haben das erhöht, glaube ich. Oh, Sancho ist lost. Digga, Sancho ist doch nicht lost. Sancho, ich weiß nicht, wie teuer der ist, ne? 1,5, lol. Tschüss. 1,3 Millionen, aber guckt euch mal die Werte an, Freunde. 98 Tempo, 98 Dribbling, 92 Schießen. 99 Beweglichkeit, 99. Wenn du den als Sub bekommst, das wäre so geil. Also den würde ich halt nicht spielen von Anfang an, ne? Wo soll ich den zocken?
Aber das wäre schon geil, den auf die... Der kann halt nicht so gut schießen. Das nervt, glaube ich. 79 Fernschüsse ist wirklich Schmutz und 86 Schusskraft ist auch nicht so gut für einen Tots. Für einen 96er Tots ist es nicht so geil. Lewandowski, weiß ich nicht, wie teuer Lewandowski ist. 99 schmeckt schon, dass sie den 99 gegeben haben, ist schon krass. Aber hat er sich auch verdient, Digga. So wie der die Liga hops genommen hat. Thomas Müller hat auch einen bekommen, stimmt. Thomas Müller hat auch einen bekommen. 4 Millionen? Als ob 3 Millionen? Hilfe. Thomas Müller, ey. Der hat sogar eine 94 oder so bekommen, ne? 95. Digga, der hat... der hat eigentlich so eine krasse Karte bekommen, ey. Wenn man sich das mal überlegt. 99. Den kann man halt wirklich auf der 6 zocken, ne? Das ist ja das Schlimme. 98 Ballkontrolle. Ich schwöre, Sydney hat eine 1000-mal bessere Ballkontrolle als Thomas Müller. No front an Thomas Müller. Aber 98 Ballkontrolle ist der größte Fake. Niemals hat der 98 Ballkontrolle. Also wenn man sich jetzt das mal so in echt... Das ist so frech. 98 Ballkontrolle. So 99 Stellungsspiel nehme ich mit. 99 Abschluss auch noch. Aber 98 Ballkontrolle niemals, Digga. No front. Ich schwör's euch. Hakimi. Digga, wenn Thomas Müller da manchmal über den Platz stolpert und da den Ball... Das kann mir niemand erzählen, Digga. Das kann mir niemand erzählen, dass der Mann 98 Ballkontrolle hat. Wir werden mit denen Team hier spielen. Wie letzte Woche eigentlich, weil die mich gut hops genommen haben. Ich dachte, ich bekomme hier einen super Sub. Guckt euch mal meine Subs an, die ich bekommen habe. Palermo, Ter Stegen und noch irgendwas. Palermo, Lul. Der heißt, so was wollt ihr von mir? Ich schwöre, der heißt Palermo. Ihr seid so eine Knechtgesichter. Was kann ich dafür, wenn der so heißt? Müller ist sympathisch. Ich hab nichts gegen Müller. Ich find's witzig, wie er spielt. Also sieht immer so komisch aus, aber letztendlich macht er ja übertrieben viele Tore oder macht sehr viel fürs Spiel. Oh, Richarlison, ich bin so froh, wenn ich ihn steuere. Guckt euch ihn an. Gib Richarlison den Ball, ich hab's vermisst mit ihm. Ich hab dich vermisst. Gib ihn. Ach, Digga, ich kann nicht ohne ihn. Ich kann nicht mehr ohne ihn leben. Digga, klipp mir das einer. Klipp mir das einer, bitte. Ihr seht es doch. Ich mach keinen Spaß, Digga. Ich mach keine Späße mit ihm. Er ist so cool. Er ist der coolste Mensch, den ich kenne. Look. Look jetzt einfach. Look jetzt, grünes Time Finish. Ja, oder? Ach, er ist so gut. Ich kann nicht mehr ohne ihn. YouTube Magic 86, da würde ich auch quitten, Digga. Wenn ich gegen Richarlison spiele. Da würde ich auch quitten. Mein Gott, ey. Wer hat dir im Bully Tots gefehlt? Digga, rein von der Leistung her sind, glaube ich, die Besten drin. Vielleicht ein, zwei, aber da wüsste ich jetzt auch nicht genau wen, um ehrlich zu sein. Man hätte sich streiten können, ob eventuell so ein Akanji oder sowas oder so ein, wie heißen sie alle, Delaney oder so. Aber sonst, Zakaria, Jordan fehlt, ja, Jordan fehlt da. Nee, keine Ahnung. Ich bin ehrlich, Zakaria weiß ich nicht. Ich bin da nicht so der Bundesliga-Dino, der so alles weiß, wer da so rasiert hat. Ich weiß nicht so, an die Gladbach-Fans, war Zakaria der Beste oder was? Weil der ganze Chat schreibt Zakaria. Oder war Zakaria nur in FIFA gut wegen seiner Shapeshifter-Karte? Also early, in der earlyen Welt. Wer war denn da so... Alaba schreiben viele, ja, stimmt, könnte man machen. Oh, ole. Aber ist halt auch nicht so einfach, ne? Da muss ich EA mal ein bisschen in Schutz nehmen. Mache ich ja sonst nie, aber so ist nicht so einfach, sich für so viele Spieler zu entscheiden. Weil theoretisch in jedem Verein gibt es dann einen, der immer gut war und sowas. Digga, das sieht aus wie Sydney in-game. Ich dachte, er spielt Sydney. Guck mal. Warte, ich lasse ihn anspielen. Der gerade jetzt im Sturm ist, der jetzt am Ball ist. Ich schwöre, er sieht genauso aus wie Sydney Friede in-game. Die haben deine Facecam genommen von dem, wenn Sydney im Chat ist. Wow. Der Zug hat, glaube ich, keine Bremse. Ich liebe dich doch so toll. Ich muss, Digga, ohne Witz, wir werden safe verkacken. Wir werden safe verkacken, weil ich irgendwas mit Richarlison machen möchte. Also immer, ich möchte immer mit ihm so spielen. Anstatt ich einfach abspiele, so. Da werden wir, glaube ich, ein Spiel verkacken.